Ja, willkommen zurück bei Deliver Us the Moon. In der letzten Folge haben wir diese ASE-Einheit dort oben aktiviert und schon eine neue Nachricht der Hintergrundgeschichte empfangen. Ja, und jetzt versuchen wir hier weiter durch die Station zu kommen und hier drüben, um weiterzukommen, braucht man hier eine ASE-Einheit, die wir jetzt natürlich bei uns haben. Und die muss uns das hier mal aufmachen. Und dazu, ja, wechseln wir mal kurz. Gut, haben es uns aufgemacht. Das hat schon mal funktioniert. Ah, eine Sprachnachricht. Na, hören wir sie uns an. Weiter keine Spur. Es fühlt sich nicht richtig an. Alex, scanne Datenverlauf. Ach, eine Aufzeichnung. Rolf, bitte kommen. Ich glaube, ich hab was. Eine Aufzeichnung vom 23. Wann war das? Vor 2 Tagen? Sicher? Ja. Kannst du das von oben sehen? Glaub schon. Fang an. Alex, projiziere Hologramm vom 23.09.2054. Das ist nicht nur die Crew der Mondzentrale. Das sind zu viele. Das ist die Turmbau-Evakuierung. Bist du sicher? Diese Namen waren vorher nicht hier. Der Stein ist noch staubig. Du meinst auf dem Monument? Ja. Opfer der Turmbau-Evakuierung. Das Datum ist das des Blackouts. Drüben bei Turmbau muss was passiert sein. Pearson an Expeditionsteam. Rolf, Sarah, gibt es Neues zum Status des MPD? Das ganze Netzwerk ist unten. Und ich konnte es bisher noch nicht wieder hochfahren. Beeilt euch. Wenn es mit dem Netzwerk nicht klappt, kommt ihr wieder hoch, egal wie es um das MPD steht. Ihr habt 20 Minuten bis zur Evakuierung. Verstanden, Control. Rolf, ich überprüfe die Wohnquartiere und gehe dann zurück zum Aufzug. Okay, na dann. Unsere Zukunft mit Energie versorgen. MPT-Netzwerk. Hier in der Mitte ist sicherlich die Steuerung. Was? Hier kann ich drauf drücken, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun sollte. Da kann ich auch drauf drücken. Ich kann ja mal einmal drauf drücken und sehen. Die Copernicus-Mondzentrale. Der Ort, an dem der Lunarrat und die Astronautenpioniere den ersten dauerhaften Außenposten auf dem Mond errichteten. Erfahrene Entdecker und neue Kolonisten kommen an dieser historischen Stätte zusammen. Hier, unter ihresgleichen, werden sie ihren Beitrag dazu leisten, eine sichere Zukunft für uns alle zu schaffen. Hier dämmert ein neuer Morgen. Okay. Ich glaube, es gibt hier überall solche. Der Mikrowellenenergietransmitter, kurz MPT, ist ein technologisches Wunder und versorgt sowohl Erde als auch Mond mit Energie. Die Energie des Turmbau-Reaktors wird durch die Copernicus-Mondzentrale und die Pearson-Station geleitet. Die Übertragung wird von einem Feld aus 42 MPT-Bodenstationen entlang des Erdäquators empfangen und von dort gleichmäßig und fair unter unseren Familien zu Hause verteilt. Wir entfachen erneut das Feuer. Für alle. Das ist ja nett. So, da drüben, oh, das ist kaputt. Als Heimstatt des hochmodernen Fusionsreaktors ist die Turmbau-Anlage das Herz der Abbaumaßnahmen auf dem Mond. Die Helium-3-Ernte ermöglicht den weiteren Ausbau unserer Kolonie und sorgt dafür, dass auf Mond wie Erde die Lichter anbleiben. Dank der vertrauensvollen Führung von Ratsherrn Johansson ist unsere Ernte reichlich und das MPT-Signal stabil. Durch Arbeit wachsen wir. Wir alle. Ja, das ist ja schön. Also da ist eine geschlossene Tür zum Fahrzeughangar. Hier ist wieder eine Wartung. Ach ne, da kommen wir her. Wir
Mit einer Höhe von 400 Kilometern ab der Mondoberfläche ist der Pearson-Weltraumaufzug bei weitem das höchste Bauwerk der Menschheitsgeschichte. Die Station verbindet Mond und Mensch, sicher und komfortabel. Das ehrgeizige Bauwerk wurde 2041 fertiggestellt, mit dem MPT als Krönung der Station. Damit war das MPT-Netzwerk endlich vollständig. Pearson Raumstation, unsere Stufen zu den Sternen. Na wunderbar, dann ist ja alles fein. Und jetzt gucken wir trotzdem mal hier noch wieder. Fahrzeughangar, hier braucht man wieder so die Energiezellen. Wartung, die könnte ich praktisch rausnehmen und woanders reinstecken. Ich sehe, ob hier noch was anderes Interessantes ist. Ne, jetzt. Nutzer Rolf Robertson, Zugriff verweigert durch Rad. Zugriff gewährt. Aha. Netzwerk offline. Ja. Diagnose. Verbindung zum MPD-Netzwerk konnte nicht hergestellt. Stationsenergie von Langreichweite. Pfeiler 1 und 2. Mondflächenzugang über Fahrzeughangar. MPD-Pfeiler 1 und 2 nicht zur Copernicus-Mondzentrale ausgerichtet. Aha. Stationsenergie sehr niedrig. MPD-Pfeiler manuell auf Mondoberfläche ausrichten. Öffne. Fahrzeughangar kann nicht aktiviert werden. Mit Energie versorgen. Das werden wir als nächstes sicherlich tun. Wollten wir mal gucken, ob hier noch was Interessantes zu finden ist. Notstromversorgung, Crewquartiere. Gucken wir schon mal die Crewquartiere gleich. Notstromversorger, Fahrzeughangar. Notstromversorgung, Fahrzeughangar 2. Wartung. So, dann muss ich die Tür da drüben zugehen. Wartung, offline. Erstmal die Crewquartiere, da wollte die auch. Crewquartiere online. Staubisch ist das hier. Wow. Warum brutzelt der rot? Ist der böse? Ach, da schießt auf mich, da ist auch eine Glaswand dazwischen. Okay. Ein herrenloser Stuhl. Obwohl das WSA-Protokoll physische Konflikte auf dem Mond strengstens verbietet, überlud MacArthur die Sicherung der ASA-Einheiten, um die Massen zu kontrollieren. Viele äußerten sich besorgt hinsichtlich ihrer gefährlichen Stromspannung. Angesichts einer überladenen Drohne würden die meisten eher fliehen als kämpfen. Ja. Und ich bleib da an seinem Platz. Hier. Richte manuell die MPT-Säulen außerhalb von der Copernicus-Mondzentrale neu aus. Erhalte Zugang zum Sicherheitsbüro. Paula von Zanten. Moonman, the bridge. Der Astronaut steigt zum Mond hinab und findet ihn verlassen vor, als er Anlage untersucht und die Gründe entdeckt, warum sie leer ist, steht, erfährt er bald, dass er keine andere Wahl hat, als die Hilfe einer künstlichen Intelligenz mit unbekannten Absichten in Anspruch zu nehmen. Das Klo. Pionier oder Diktator? Steht hinten drauf.
nicht auf. Verwenden Sie in Notfällen das Baujahr der Mondzentrale, um das Büro zu betreten, nicht teilen. Ah, wann ist denn das Mond? Wann ist das gebaut worden? Scheint nichts anderes drin zu sein. Hier ist auf jeden Fall noch ein Sprachnachricht. So, hören wir uns an. Rolf, komm, ich bin bei den Unterkünften. Hörst du mich? Verstanden, Sarah. Irgendwas Interessantes? Alles verlassen, also nichts Neues hier. Rolf, Sarah, hier Pearson Control. Uns läuft die Zeit davon. Nehmt den Aufzug nach oben, um die Evakuierung zu schaffen. Ihr habt 2 Minuten. Negativ, Control. MPT-Netzwerk ist weiter offline. Vergesst es. Wir müssen los. Kommt jetzt zum Aufzug. Ich setze kein Leben aufs Spiel. Verstanden. Bin fast fertig. Sarah, du hast Control gehört. Bist du auf dem Weg? Sarah, bitte komm. Alles in Ordnung? Bitte, komm. Rolf, komm schnell hier rüber. Eine ASE-Einheit hat sich gerade aktiviert. Da stimmt was nicht. Die Türen sind zugegangen. Was meinst du? Wir müssen los! Ich mein's ernst, Rolf. Ich komm hier nicht raus. 30 Sekunden zur Evakuierung. Zum Aufzug. Negativ, Control. Ingenieur Baker braucht sofort Unterstützung. Wir brauchen mehr Zeit. Die Evakuierungsprozedur kann nicht verzögert werden. Ich rufe jetzt den Aufzug hoch. Negativ, Control. Control! Wartet, Leute. Wir haben noch Zeit. Ich brauche nur Hilfe. Rolf, bist du noch da? Nein! Nein! Okay, das klang nicht gut. Also Notfall wissen wir, wie wir hier reinkommen mit der Nummer, wann das gebaut worden ist. Wir müssen irgendwie, müssen wir wahrscheinlich, Wohnzentrale, 2032. Gut. Das wird die Lösung sein. Die Tombow-Anlage wurde aufgrund unklarer Vorwände evakuiert, als der MPT offline ging. Was auch immer in Tombow vorfiel, diese Quartiere boten unter MacArthurs wachsamen Augen reichlich Raum für vorübergehenden Schutz. So, wir haben eine weitere formale Anfrage von Sarah Baker, der Chefingenieurin, die bei der Pearson Raumstation arbeitet. Sie fragt immer noch nach den stornierten Lieferungen für den Orion-Trakt. Ich befürchte, sie könnte was ahnen. Wie sollen wir vorgehen? Stephen Miller, Transport. Miller, sie hat mich ebenfalls angeschrieben. Brechen Sie jegliche Kommunikation mit ihr ab. Outward darf nicht gefährdet werden. Ich kümmere mich um Sie. William MacArthur, Lunarrad.
ja, wahrscheinlich muss ich da oben rein. Aber da wird es nicht gut ergehen. So, vielleicht machen wir mit unserem Freund. Der vorne auf mich geschossen, als ich vorbei bin. Hier durchzugehen, nützt das was? Ah, das muss ich wahrscheinlich rausziehen. Kann ich aber mit dem nicht. Also ich muss hier vorbeirennen, möglicherweise, ohne dass der mich abschießt. Kann ich mich eigentlich ducken? Nee, ich glaube nicht. So, jetzt ist die Frage, hat er Energie noch? Oder habe ich ihn jetzt abgeschalten? Ah, ist finster. Ich hoffe mal. Die Frage, wo ich das installieren muss. Ah, hier drin kann ich jetzt durch. Wahrscheinlich beim Hangar, das brauchte ich für den. Notstromversorgung, Fahrzeughangar. 1. Fahrzeughangar offline. Na gut, dann haben wir jetzt das hier. Crewquartiere offline. Fahrzeughangar online. Ja, wunderbar. Übrigens, eine Schienenbahnstation. Aha, gucken wir mal hier hoch. Wird bestimmt nicht gehen. Zumindest ist keine Bahn da. Was ist das hier? Ein Fahrstuhl? Diese Tür ist auch zu. Luftschleuse. Können wir mal auf der anderen Seite gucken.
ist eine Einschienenbahn. War da was? Nee. Das war nur mein robotischer Freund. Kopernikus. Das ist ja alles Strom. Helium 3 Kanister. Okay. Eine Schienenbahnstation. Also nur der Räder, der sieht am, kommt am fittesten aus. Aha. Beschleunigen. Ich glaube, ich muss auf allen Vieren hier zu stehen kommen. Ja. Ich wollte ihn eigentlich betreten. Rückwärts fahren ist wie bremsen, okay. Raus. Kopernikus-Krater. 2059, 5 Jahre nach dem Blackout. Wir fahren einfach mal in der einen Schienen. Ne, wir sollen dann überfahren. Gehen wir mal hier am Flachen entlang. Wahrscheinlich wieder exakt auf die Dinger kommen. Wie kann ich noch mal aussteigen? So. Warnung, kein Sauerstoff. Ich hoffe ja, da drin ist welcher. Wartung. Ah, da kann man mit der ASA-Einheit irgendwas machen. Dann wechseln wir mal. Oder?
Nö, davon passiert gar nichts. Na gut, dann wechseln wir wieder. Warten. Sauerstoff. So, wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich hier die Treppe hoch. Ne? Haben noch nicht so viel Zeit. Wir würden ja gerne alles in Ruhe angucken, aber wir haben nur 2,5 Minuten ungefähr. Warum sind die Treppe nicht inne gebaut? Verantwortungslos. Hier ist Sauerstoff. Nö, ist keiner drin. Nee. Jetzt haben wir Zeit verschwendet. Achtung, Antenne. Wenn ich jetzt... Not müssen wir nochmal zurück. Ah, hier ist noch eine Leiter. An der anderen Seite. Schritt zurück. Ist das was? Nee. Na gut, weiter. Antenne. Verbinden. Ach so, jetzt muss ich auf die Station ausrichten oder was? Sieht doch schon mal ganz gut aus. So, dann nichts wieder hier rein da. Jetzt müssen wir zum nächsten fahren, aber das werden wir dann bei der nächsten Folge machen. Und gucken, ob wir den anderen auch angeschlossen kriegen. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.